Und zwar hier, jetzt alle, die zugucken und diese Karte zufällig mal runtergeladen haben, weil der Tempel steht ja schon länger, als es auch Folge 100 gab, wo ihr runterladen konntet. Wenn ihr in diese Richtung geht, wo ich jetzt hingucke, in diese Richtung, so ungefähr an die 12 Minuten, dann kommt ihr zu diesem Feuertempel. Vielleicht fliegt ihr besser dahin, das geht länger. Ja, es ist, der ist ja hier auf dem Server ganz weit weg. Man sieht es in dem Video, was auf meinem alten Kanal Rasamun aufgeht als erstes. Da ist dieser Feuertempel drauf. Das sind so die kleinen Gimmicks, die kleinen schönen Sachen, die wir für euch eingebaut haben. Ja, klar. Und wenn ihr schon am Suchen seid, Andi, das gibt's noch nicht, wenn wir die Map mal wieder zum Download freigeben sollten, sowas kann ja passieren, dann könnt ihr, wenn ihr viel Zeit habt, mal ein Dorf suchen, was wir gebaut haben. Ich sag nicht, welche Richtung. Nee. Das müsst ihr selber finden. Ist aber auch ein Stück bescheuert. Weiter weg. Wieso? Wer sind so krank und macht das? Ja, haben sie was zu tun, die Leute. Da gibt's alle möglichen Sachen. Da stehen ganz lustige Häuser. Zum Beispiel ein Kino und hast du nicht gesehen. Also, wenn wir mal Lust haben und wenn wir viel Zeit haben hier, dann bauen wir einfach auf der Map mal irgendwo was. Natürlich nicht mit den Items, die wir in dem normalen WG benutzen, sondern einfach mit anderen Items, aber... Hier gibt es noch so ein paar Geheimnisse auf dieser Map. Aber alles sehr weit weg. Das hat also nichts mit dem WG-Geschehen zu tun. Also selbst wenn wir lange in eine Richtung rennen, kommen wir da nicht an. Deswegen. Ist das gut so mit den Dingern, Lena, mit dem Fackel? Selbst wenn wir lange in eine Richtung rennen. Ja. Wenn es nicht gefährlich ist, ist es gut. Gefährlich? Gefährlich. Für die Holztecke. Oder hier noch eine hin, was meinst du? Nee, so sieht's schon. Ach so. Egal. Ja, was sagt ihr jetzt dazu, dass der Fanny nicht mehr mitmacht? Liebe Abonnenten. Seid ihr traurig? Na, das ist ja noch nicht fest. Nur Facebook hat das gerade schon gepostet von der Eier, denke ich nicht. Hat er schon gepostet? Das ist der Facebook gepostet, dass er nicht mehr dabei ist. Ohne uns davor zu sagen. Ach, der hat das da schon gesagt. Dann haben wir unseren Beatboxer nicht mehr. Keine Hintergrundmusik mehr bei Liedern. Müssen wir eine Runde heulen. Wetter macht mit. Der hat echt auf Facebook gepostet. Ich dachte, er wollte auch mal Nacht drüber schlafen, hat er gesagt. Du hast das gesagt. Er auch. Naja, ach, das ist auch schon klar gewesen. Dann. Nee, dann guck mal, sieht das besser aus mit den Fackeln so? Ja, ne? Ach so. Finde ich interessant. Naja, gut. Was findet ihr denn? Wer... gut zu uns passt. Ach, haben wir das mit Fee gar nicht besprochen, ne? Nee, was denn? Das ist die Idee, die wir hatten, aber willst du das jetzt wirklich aussprechen, damit die Gäste schon... Wir haben ja noch gar niemanden gefragt. Nee, gefragt aber haben wir rein niemanden. Theoretisch wäre ja, wenn der Fanny das sich auf Dauer so überlegt, ein Platz wieder frei. Ja, wollt ihr dann... Naja, wobei, ursprünglich waren wir ja... Vor deinem eventuell Ausstieg, wo dann Fee gefragt wurde, waren wir eigentlich nur immer zu... Wir würden trotzdem gerne einen reinholen und wir haben auch schon eine Idee gehabt, das wollten wir eigentlich mit euch besprechen, haben wir aber gerade nicht, deswegen... Naja, dann besprechen wir das halt lieber erst. Erst besprechen wir, bevor wir was sagen, genau. Idee, ja, einer von den vielen holt ihn rein in die WG. Aber man muss die Leute auch erstmal fragen. Kann man schon daher denken, ist das ja Unsinn. Ich kann mir schon fast denken, wer. Fast, ja. Es gibt noch mehrere Möglichkeiten. Ja. Mit dem schreiben wir auch ab und zu mal so. Wo ist der gerade hochgegangen, der Creeper? Der ist ja explodiert. Nein, Gewitter, habe ich gesagt. Achso. Aber dann ist irgendwas eingeschlagen irgendwo. Das hat auf jeden Fall eine Explosion gegeben. Ja, das war ein Gewitter halt. Nee, das war so ein Explodiergeräusch richtig auch. Ja, das ist im Dorf eingeschlagen.
irgendwo. Ja, ist das? Ja. In unserem Dorf, oder was? Ja, ich habe irgendwo, das da hinten habe ich zu knallen hören. Das war nicht ja, genau gut, aber nicht, deswegen sollten wir gucken, ob irgendwas brennt, weil dann sollten wir es vielleicht löschen, wenn hier irgend so ein... Lass mal alle schlafen gehen, dann ist das Wetter auch vorbei. Ja, das wäre nicht schlecht. Ist ja gerade Nacht. Außerdem finde ich das gerade ganz schön gruselig. Findest du? Ja, irgendwie schon so. Deine Freundin nicht da, um dich zu beschützen? Nee, wenn ich aufnehme, ist meine Freundin nicht bei mir. Beziehungsweise bei uns, dann ist sie bei ihren Eltern. Also ist sie mittwochs nie da? Eben. Korrekt. So, wir sind im Haus, wo bist du? Ah, da auf, okay. Ja. Oh, so viel Platz, ich kann mich gar nicht entscheiden, wo ich mich hinlege. Ja, bist du leer hier dann. Ach so, Monster. Nein, ich kann mich nicht hinlegen. Ach, draußen ist ein Zombie. Jetzt kann ich mich doch hinlegen. Jetzt kann ich mich nicht mehr hinlegen, jetzt kann ich mich nicht mehr hinlegen. Der Zombie kommt, glaube ich, gerade rein. Nein, das war der Rio. Nee, das ist der Zombie. Das ist der Zombie, der gerade reinkommt. Oh, schrecklich. Okay, es regnet nicht mehr. Ist das nicht schön? Die Vögel zwitschern. Das hätte der Herr Minecraft sich auch anders überlegen können. Der Herr Minecraft? Mojang würde ich dann eher sagen. Was? Mojang heißt die Firma. Meine Lodge ist ja nicht mehr dabei. Nicht? Nee. Warum nicht? Will sie auch mal was anderes wieder programmieren. Jetzt fertig hiermit und dann... Wie heißt der jetzt, der neue? Jo, du weißt es doch bestimmt. Jeff, glaube ich. Ist das. Ah ja, genau. Jeff, ja. Irgendwie sowas. Wir haben einen Zombie in der Burg. Ich frag mich, was aus Squalls wird. Das weiß ich auch noch nicht. Ob die Squalls irgendwann mal bringen? Und wann die es bringen? Ach, jetzt habe ich schon wieder vergessen, mir Eisen mitzunehmen. Was hast du mit Eisen vor? Eine Küche bauen. Oh, schick. Naja. Bei mir sieht's ja noch richtig schäbig aus, ey. Komm hier echt nicht zu Potte. Was war schick? Was hast du denn schick gefunden? Das, was Lykandra gebaut hat. Mhm. Auf dem Dach der Sehnsucht. Genau. Am blau-weißen Strand. Mit dem Schiff der Liebe in deiner Hand. Oh, jetzt sind sie alle still. Wir haben gebannt zugehört, was das ich habe sie getötet. Für ein musikalisches... Das ist übrigens kein Volkslied, ich habe das jetzt einfach nur frei erfunden. Den musikalischen Genuss wollten wir nicht stören. So, so verklungen hat, achso. Das ist wahr. Ja. So. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle. Eiskalt. Kalt. Lässt du meine Seele erfrieren? Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich? ID-Kontreffer kommen bald. Hölle, 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 Hölle. Nur wenn du auf dieses Video Werbung schaltest. Das dann mache ich sowieso. Einfach mal nicht. Doch, man muss es ja mittlerweile, man muss es ja jetzt immer machen. Also es macht YouTube automatisch. Ne, an alle, die so denken, ach Mann, hey, kaum bist du Partner, schaltest Werbung, du Arsch, das macht YouTube automatisch. Naja. Das stimmt nicht so ganz, ich kann das steuern, ich muss nicht auf jedes Video Werbung schalten. Doch, du wirst auch Autoclaim bekommen. Nach einer Zeit wird YouTube auch deine Videos dann claimen. Ja, ja, aber du kannst auch sagen, nee, will ich nicht. Das kannst du explizit sagen. Wenn du ein Video hochlädst, dann fragt er dich das ja, ob du es aktivierst oder nicht, ne? Ja. Richtig, aber YouTube hat eine Funktion eingebaut, die ist hat aber noch nicht jeden Partner erreicht, dass wenn du nach einer Zeit das keine Werbung drauf schaltest, dass YouTube das automatisch macht. Du kannst, wenn du das, ich muss das Video ja quasi einen Anspruch drauf erheben. Genau. Ja? Und wenn ich das mache, kann ich dann aber drunter sagen, Block in all Länder. Und dann blockt er das einfach. Dann macht er keine Werbung drauf. Aha. Ja, gut. Sonst würden die ja auch Werbung schalten können auf Videos, wo ich gar keine Rechte drauf habe. Gut, das stimmt natürlich. Ja. So. Ich weiß nicht, ob ich das mit dem Fackeln jetzt gut finde, was ich jetzt hier gemacht habe, oder scheiße. Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben. Es sind vielleicht ein bisschen zu viele geworden. Das weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben um halb angefangen.
Sprich, in 5 Minuten sind unsere 3 Folgen voll. Ja, ich bin eigentlich auch fertig da oben. Ich bin eigentlich auch voll, ich hänge. Was? Ich guck grad, wo die Files landen, aber irgendwie landen hier keine Files, aber oben mein Ding läuft. Ja. Noch rendern WG. Guckst du jetzt, während du aufnimmst? Ja. Wie geht das? Vegeta, du hast Vegeta gesagt, noch yay. Rendern. Wie geht das? Ich bin einfach aus dem Spiel rausgegangen und da, oh Gott sei Dank. Oh Mann, ich habe mich gerade erschreckt. Du musst mal hier rausgehen aus der Burg und dieser Baum sieht aus wie so ein böser, dunkler Mann. Ja, ja, das habe ich auch schon gesehen. Mit so einem komischen... Oh Gott, was ist das denn? Ich wollte jetzt noch mal eben kurz was gucken, aber ich kann die Gastfolgen nicht mehr von den normalen Folgen unterscheiden. Was habe ich denn da vorhin verschoben? Was ist das hier, Gast? Ich gucke einfach mal live in der Aufnahme, so können dann sehen die Leute auch mal, was ich hier sonst mache, so. Der muss jetzt erstmal laden, aber wenn er so lange laden muss, dann kann ich auch hier noch ein bisschen weiter rumrennen. Aber ich weiß eh nicht, was ich hier unten machen soll. Ich muss jetzt zwar noch hier links und was rechts was hinbauen, ich weiß immer noch nicht, was. Du hättest auch ein Gemälde hinmachen können. Ach ja, du hast mir ja die Dinger gegeben, ne? So, jetzt habe ich schon meinen Cauldron. Und wurde nämlich als Schneideblock... Stone. Ach, wir haben gerade so ein kleines. Mit langweiligen Bücherregalen. Der Rio, kleines, der ist schon voll weit kleines. Gekommen hier. Nee, ich bin noch gar nicht weit gekommen, weil ich, habe ich ja gesagt. Ich schäme mich auch. Ja, irgendwie brauche ich heute echt lange. Also, mir fehlt momentan, das habe ich ja vorhin schon gesagt, so die Muße. Die Muße? Auf Arbeit läuft es momentan wieder super mit der Kreativität, dafür Minecraft nicht. So ist das. Komisch, oder? Tja, ich glaube, da ist das schlimmer, wenn es auf der Arbeit nicht laufen wird. Ja, auf Arbeit beschäftige ich mich nämlich gerade mit Items. Ja. So ist das. So, Items? Es gibt nur das, ist ja doof. Bitte? Ich habe nur gesehen, dass nur das Gemälde dahin passt. Es gibt kein anderes. Es gibt kein Dreier und kein anderes Zweier. Dann lass es. Hier, Holzblock. Das Schneidebrett, Cauldron. Ein Ofen könnte ich hier noch hinbauen. Ihr könnt da auch einen Ofen hin stattdessen. Das ist ja auch das Gleiche. Aber von den Kleinen gab es ein paar mehr verschiedene, so. Dann die Rückwand auch noch welche. Das da. Huch. Und da noch eins hin. Ein kleines. Okay, so. Jetzt habe ich wenigstens 4 verschiedene kleine. Warum machst du die Fackeln da weg? Weil ich glaube, so besser aussieht. Das ist zu viel Fackel. Ach so. Ja, da musst du aber auch die Dinger wegmachen. Nee, wieso das denn? Weil sonst auch zu viel ist. Ich glaube, es ist besser ohne. Kommst ja nicht mehr durch, vor lauter Fackel. Hm. Wie der Hackelschorsch. Fackelschorsch. Der Fackelschorsch. Gut, dass wir beide die gleiche Idee hatten, dann. Daraus den Fackelschorsch zu machen. Ja. Hüpf. So, nee, dafür habe ich den Thron noch ein bisschen erleuchtet hinten. Das geht, glaube ich. Eventuell vorne noch so einen kleinen drauf. Oder wird das dann wieder vorne zu viel? Oh, der Thron, der muss ja erleuchtet sein. Die Leute haben sich ja immer in bestes Licht gerückt. Mhm. Von hier aus sieht es gut aus, von der Seite wahrscheinlich nicht. Ich gucke mal, was der Rio noch gemacht hat und gucke ich auch mal deine Etage an und dann würde ich sagen, bei mir brauchst du gar nicht gucken. Ich bin gerade noch am... Da könntest du ja auch nächstes Mal weiterbauen, wollte ich dann sagen. Ich guck mal bei dir ist, Warte, wo ist mein... Hä? Noch die kreative Phase zugange, okay? Ne, ich weiß jetzt aber auch schon, was ich vorhabe. Merkt ihr das noch bis nächstes Mal. So, und hier oben gibt es eine Mecke, eine bequeme, Sitzecke. Hä, mit Tisch. Blöd? Mit was, aber mit einem sehr komischen Tisch. Ja, das ist komisch. Ich hab das nicht hingekriegt. Mir fehlt Cobblestone. Was willst du denn mit Tisch machen, Lena? Ich wollte zwei so aneinander, so dass das so ein Schwert.
Hat nicht geklappt. Komm da nicht runter. Also ich hatte vorher einen Block drüber gemacht, um drunter zu kommen. Es klappt aber nicht. Egal. Jetzt hab ich dir leider deinen Triple gerade abgerissen, weil ich gerade was anderes machen wollte, habe aber nicht die Steine dafür dabei, die ich brauche. Ah, auch egal. Akzeptiere ich heute. Da muss ein Pressure Plate dann drauf, dann sieht das gut aus. Aber sonst ist ja oben ein sehr gemütlicher Garten. Das ist schon ganz schön. Ja, still. Doch, finde ich gut. Ich hänge noch ein Bild eben an dem Baum. Ich habe noch so viele von dir. An dem Baum? Ja, da sind jetzt 3 Stück dran. Nur an der Seite, wo man hochkommt, nicht. Aber man kommt ja eh anders hoch. Man muss ja eh noch einen Turm, müssen wir noch was reinbauen, dass man irgendwo hochkommt. Der Rio steht hier rum. Naja, dann würde ich sagen, wir beenden die Aufnahme, oder? Wenn der Rio sowieso noch nicht fertig wird da oben. Nee, fertig noch nicht. Ich muss... Dann, da oben, dann, ja. Guck mal, hier kann es doch nicht, ja, sei Dank. Hab ich da reingetan, ja. Nee, dann kommst du zu uns. Muss das wirklich sein? Ja! Ich bring kurz meinen Ofen nach oben. Yay, dann habe ich den Ofen. So, dann bräuchte ich eine Anrichte. Wie mache ich die Anrichte am besten? Ja, ich habe eine Idee, wie ich die mache. Wir machen die Verabschiedung im Thronsaal, würde ich sagen. Oder oben, oben wird es dunkel jetzt gleich. Machen wir mal einen Thronsaal heute. Natürlich, die Burg darf natürlich auch einen Namen haben, ne, wie gehabt, unter HTTP-HT-Dings. Ne? Hat. Genau. HTTCCP? Genau, HTTPCTPT. Also ihr dürft die Burg benennen. ESCSSSGP. Generell dürft ihr alles benennen, nennt uns einfach irgendwelche Namen, wenn wir es zufällig lesen und es uns gefällt, benennen wir auch diese Blume hier zum Beispiel, die da. Genau die. Gib dieser Blume einen Namen, bitte. So, jetzt muss ich mir die auch merken. Wir benennen Rio sein Gemächt. Müssen wir die Blume, willst du das wirklich? Ich muss mir die Blume merken, wollte ich sagen. Damit die, können sie mir einen Namen sagen? Also die erste gelbe hier, okay, das kann ich mir merken. So, Thronsaal. Kommt ihr? Also ja. Von da oben kommst du runter. Ich bin ja da. Ich werde auch langsam müde. Ja, mich auch. Aber ich muss noch was aufnehmen, aber ist egal. So, was denn? Dann würde ich sagen... Was denn? Ich glaube MW3. Oh, MW3? Mit wem das denn? Sag ich dir nicht. So, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ja. Und auf 17 sagen wir Tschüss wie immer. 1, 2, 17. Tschüss.